eine Nacht, meint ihr nicht? Gott straft mich mit diesem Almosen. 1000 Real für diese Karten. Was ist das? 100 Pfund bestenfalls? Wie soll ein Mann in diesen Zeiten denn nur reich werden, wenn Geizhälse wie Torres die Welt regieren? Habt ihr jemals, habt ihr hier auf einer Plantage gearbeitet? Weißt du, was ich denke? Ich würde gern das Observatorium sehen, von dem der Gouverneur sprach. Er sagte, es sei ein Apparat, der die Leute verfolgt und verrät, wo sie waren. So eine lachhafte Idee. Stellt euch vor, mein Weib hätte sowas gegen mich in der Hand. Stell dir vor, was ein solches Ding wert wäre. Verkauf es an den rechten Mann und ich wäre der reichste Pirat. Freibeuter der ganzen Karibik. Ich komme wieder, Bonnet. Da ist ein Weiser in diesem Haus, mit dem ich reden muss. Unter vier Augen.
Schurke. Ich bin... Captain Leckmich. Pauvre Pison. Wo ist der Weise? Hast du ihn befreit? Ich hatte nichts damit zu tun. So sehr ich es auch wünschte. Bringt ihn zum Hafen. Schickt ihn mit der Schatzflotte nach Sevilla. Wartet noch. Ich hab euch doch eure Schätze gebracht. Das stimmt, ja. Doch dafür nahmst du uns Duncan Walpole. Eine abscheuliche Darbietung. Dieser Zechpreller ist ein Nichtsnutz, Caroline. Bringt nichts zustande an Land und erst recht nicht auf See. Wenn er in die Karibik geht, bist du es, die leidet. Vater! Vater! Komm, Schatz. Komm wieder hoch. Der alte Wattwurm! Wehrt sich gewaltig! Ich hoffe, das stimmt. Du glaubst mir doch, oder? Siehst du mich denn nicht? Wie ich da stehe, an Deck eines Schiffes, das in den Hafen gleitet. Aber da stehe ich, ein Mann von Qualität. Mit 1000 Dublonen, die aus meinen Taschen quellen. Wie Regentropfen, ich kann es sehen. Senna, cómetela rápido. ¿Has tu hunger? Hier ist dein Plan, Kumpel. Eine Waffe finden und ein Schiff stehlen. Que Dios nos ayude. No me gusta la pinta de esa tormenta que se acerca. Parece que se está desviando al oeste, hacia el golfo. Quizá estemos a salvo. Unglücksraben. Gott, ist die See unruhig heute. Ein Hurrikan kommt. Hurrikan? Rutscht nichts.
stehlen eine Brig. Nimm, was du brauchst. Eine Minute. Es sind viele Gefangene auf den Schiffen. Befreie sie und sie segeln mit uns, keine Frage. Also das ist der Plan? Wir befreien Männer und suchen ein schnelles Schiff für die Flucht? Da ist eine Brig in der Flotte. Ich mache mich auf den Weg. Hat einen Haken. Du musst mit mir segeln. Dafür folge ich dir in die Hölle, Mann. ¿Qué nos está retrasando? Ya deberíamos haber hecho la mitad de la ruta a las Bermudas. Oro, plata, jade, tabaco, lo que se te ocurra. Y agua que... o comida. Me ocupa más mi estómago que las arcas del rey. Na los, Leute. Wenn wir heute ertrinken, dann sicher nicht hier. Encima la tormenta. ¿Y qué pasa con los prisioneros? Que se ahoguen. Mejor ellos que nosotros. Da ist eine Brig in der Nähe, die nur auf uns wartet.
esa rota. Esto es una locura. Cálmate, no pasará nada. En unos minutos partiremos. Gehen an Deck. Seid bereit. Leute! Singen könnt ihr bei eurem Begräbnis, ihr Hafendirn. Da kommt ein rauer Wind. Er hat recht. Ihr lichtet den Anker und der Rest, ein Teil zum Forkmast, ihr geht zum Hauptmast. Wir entkommen diesem Hurrikan. Halt auf diese Galeonen auf, dass sie uns keinen Ärger machen. Keine Angst, zu langsam für das Wetter. Feuer! Bereit zu schießen, Sir! Feuer! Ja, das ist viel, was dir sinnvoll erscheint, Mann. Wir sitzen in der Klemme hier. Die wissen, was zu tun ist. Die bringen uns heim.
Bei Gott, da haben wir dem Tod noch mal ein Schnippchen geschlagen. Ich bin Edward. Hab vielen Dank für deine Hilfe. Ada Wally. Warst du schon mal in Nassau, Ada Wally? Noch nicht. Bei Gott, sie hat gut eingesteckt, oder? Ich glaube, ich behalte sie. Alle Mann nach Achtern! Wir nehmen die Gute mit heim! Jetzt weiß ich es alle. Ich nenne sie Jackdaw. Nach einem listigen Vogel aus meiner Kindheit in Swansea. Ein diebisches Geschöpf, nicht? Habe ich dich etwa verstimmt, als ich mir die Brick genommen habe? An diese Art von Verstimmung habe ich mich gewöhnt, wenn ich mit Männern segle, die so bleich sind. Es stimmt. Die meisten würden dich nicht als Captain akzeptieren. Nun, welcher Posten könnte dieses Unrecht aufheben? Ich werde Quartiermeister. Nicht weniger. Nun gut. Und als Quartiermeister hast du da einen Rat für deinen ungeübten Captain? Ruhe und ein Mahl wären gut vor Nassau. Etwas Trinkwasser sowie Reparaturen und Proviant. Vernünftig, Sir. Jagen wir also. Finden wir einen passenden Ankerplatz. Ich habe im Frachtraum ein paar Dinge gefunden. Pulver und einige Pistolen. Wenn möglich, fertige ich einen zweiten Holster an. Das wäre ein Anfang. Findest du das lustig? Können wir einen Moment über den Zustand des Schiffes reden? Gibt's Probleme? Heute früh habe ich mir das Kanonendeck angesehen und traute meinen Augen nicht. Ein Haufen Zündeisen gestapelt wie Zunder. So wie eine Lunte, die tatsächlich noch brannte. Ach Gott. Direkt daneben zwei Fässer Schießpulver. Näher als ein Mann seinem Weib. Die beim ersten Funken in die Luft gehen. Wir werden es ordentlich verstauen. Und die Kanonen könnten wir gleich wegwerfen. Verstopfte Zündlöcher überall. Die Läufe setzen Rost an. Die Ladestöcke gerupft wie Hühner. Und die Zündschnüre so verrottet, dass sie als Neger antaugen. Auf den Punkt gebracht, wir brauchen gute Ausrüstung, die gut in Schuss ist. Wir können nicht jede Schlacht mit Glück und Geschrei gewinnen. Also kümmere dich ruhig um deine eigenen Waffen. Solange du darüber nicht die Jackdaw vergisst. Nun wohl wahr. Sind bereit, Sir. Wir werden dafür sorgen, dass Schiff und Mannschaft in gutem Zustand bleiben. Enterhaken los! Ran an die Beute! Mit dieser Beute können wir das Schiff aufrüsten, Captain. Alle Segel, sie verträgt das! An die Schurken, Turner! Oh, to me, Johnny Walker, come rock and roll me over. To me, Johnny Walker, the packet is a rolling. To me, Johnny Walker, to... Leersegel einholen! Oh, Johnny Walker, we're pulling all together! Kopfsegel aufgehalten, Hauptsegel bergen!
Ahoi, oh, Captain. Gefunden, was du brauchst? Zwischen brauchen und wollen liegen Ozeane, Freund. Doch ich habe einen zweiten Holster angefertigt. Nun brauche ich nur noch eine Pistole, die ihn füllt. Hier. Aus dem Frachtraum, wie du sagtest. Wohl eher ein Blasrohr. Doch gut genug. Nun, alle ausgeruht? Oder sollen wir noch länger trödeln? Richten wir Anker. Ich glaube, die Crew dürstet nach Zivilisation. Es gibt keine Zivilisation in Nassau. Aber es ist ein guter Ort, um seinen Durst zu löschen. Aus dem Wind! Sieh, Männer! Los, Segel bergen!